Sehr geehrte Wernige Röderinnen und Wernige Röder, liebe Hasse Röderinnen und Hasse Röder. Mein Name ist Michael Zakrotnik, ich bin Amtsleiter für Stadt- und Verkehrsplanung in Wernigerode und ich bitte Sie auch mittels dieses Videos im Namen meiner Kollegen selbstverständlich um Ihre Mitwirkung und Beteiligung bei der Erarbeitung des Stadtteilentwicklungskonzeptes für Hasserode. Wir wünschen uns Ihre Beteiligung, weil wir vor allem sehen, dass die Entwicklung der Stadt Wernigerode und auch Ihres Wohnumfeldes doch für Sie von besonderer Bedeutung sein sollte. Und gleichzeitig sehen wir auch Ihre Meinung an, dass es von hohem politischem Interesse ist, sowie zur Akzeptanz der hier vorgestellten Maßnahmen beiträgt. Zu dem jetzt vorherrschenden Stadtbild und auch zur guten städtebaulichen Entwicklung haben maßgeblich beigetragen die vielen und hohen privaten sowie auch unternehmerischen Investitionen, aber auch die kommunalen bzw. die öffentlichen Investitionen. Die öffentlichen Investitionen wären dabei ohne Anwendung von Fördermitteln oft nicht möglich gewesen bzw. wären deutlich später durchgeführt worden. Wernigerode ist es seit 1990 sehr gut gelungen, im Grunde genommen alle aufgestellten Bund-Länder-Förderprogramme für den Stadtumbau beispielsweise oder für Sanierungsgebiete oder das aktive Stadt- und Ortsteilzentrenkonzept zu nutzen und entsprechende Fördermittel zu beantragen, auch zu erhalten. Nicht zu vergessen ist hierbei das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost, welches dieses Jahr ausläuft und bisher vor allem die Wohngebiete Harzblick, Stadtfeld, Burgbreite, unsere Altstadt, den Ziegenberg und vor ein paar Jahren kam Schirke dazu, umfasste und heute durch das nunmehr neue Förderprogramm für Hasserode abgelöst werden soll. Also 2020 haben Bund und Länder beschlossen, die bisher geltenden 8 Förderprogramme auf nunmehr 3 Förderprogramme einzukürzen. Gleichzeitig hat der Bund natürlich neue Ziele formuliert, die vor allen Dingen der Klimaanpassung in den Städten und dem Klimaschutz Rechnung tragen sollen. 2020 im Herbst ebenso haben wir durch den Stadtrat bereits Beschlüsse erhalten, die die neuen Fördergebiete betreffen werden. Das ist einmal im Stadtfeld das Thema sozialer Zusammenhalt. Für die Altstadt ist vorgesehen, das Förderprogramm Lebendige Zentren in Anspruch zu nehmen. Und ebenso ist es eben schon gelungen, durch einen Gebietsumgriff Hasserode vorzusehen für dieses Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung. Das konnte auch im November entsprechend schon beim Landesverwaltungsamt beantragt werden. Grund für die Festlegung Hasserodes als Förderschwerpunkt ist das vorausschauend erkennbare hohe Investitionsvolumen, welches wir vor allem die öffentliche Infrastruktur im Ortsteil vorsehen müssen in den nächsten Jahren. Dazu kommen eine Reihe weiterer Maßnahmen wie Brachflächenentwicklung, Anpassung an Klimafolgen wie den Hochwasserschutz, Brücken, die wir sanieren müssen. Erarbeitet wurde das vorliegende Konzept in Abstimmung mit der Stadtverwaltung von der STEG, Stadtentwicklungsgesellschaft aus Dresden. Wir wollten hier vor allem von der Erfahrung des Büros, der zügigen und zielstrebigen Bearbeitung des Inhaltes profitieren und haben nunmehr vorliegendes Konzept, welches unter anderem Potenziale und Missstände aufweist, die dann wiederum in die dargestellten Schlüsselmaßnahmen einfließen. Schlüsselmaßnahmen können dabei sein, zum Beispiel die Revitalisierung, Aufwertung des Ortsrandes an der Biersteinchaussee. Das können sein die Umnutzung von Brachflächen der ehemaligen Gartenanlage am Schmiedeberg-Nessetal. Heute einmal haben wir als blaues Band markiert, um hier auch nochmal den Fluss ins Bewusstsein zu rufen und möglicherweise da auch neue Qualitäten zu schaffen. Und wir denken weiterhin, dass der Teil im oberen Hasserode, der Floßplatz, eine funktionale Aufwertung bedarf und auch insgesamt einer möglicherweise Aufwertung des Grünbereiches. Wir sehen fehlende Anschlüsse in den umliegenden Frei- und Grünraum, der Hasserode umgibt.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, bringen Sie sich gern ein. Sie können sich auf unserer Internetseite weiter in die Thematik vertiefen. Wir stehen Ihnen dabei gern zur Verfügung. Vielen Dank.